die Kommunikation von Klimagerechtigkeit. Da wird uns die Jana Hoppmann was zu erzählen. Aber vorweg will ich da auch noch mal eine Frage stellen. Das ist, was hält dich davon ab, über Klimagerechtigkeit zu sprechen? Und genau, wie bei den vorherigen Sprecherinnen auch schon, möchte ich da nebenbei kurz einmal Diana vorstellen. Sie ist selbstständige Klimapsychologin. Sie studiert in oder hat studiert in Berlin und Dublin mit dem Schwerpunkt auf Sozial-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie und hat sich dann auch in der Umweltpsychologie nochmal spezialisiert. Sie ist außerdem ehrenamtlich sehr engagiert, speziell auch für nachhaltige Entwicklung und ist genau wie unsere anderen Rednerinnen auch ein Mitglied von Psychologists for Future. Und genau, ich freue mich auch gerade, dass schon die ersten Antworten reinkommen und genau, dann würde ich die Bühne übergeben und freue mich auf den Vortrag zum Thema Klimagerechtigkeitskommunikation. Ja, Felix, ganz herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank an euer gesamtes Team. Ich habe mir das Thema Klimagerechtigkeitskommunikation herausgesucht, weil nach meinem Empfinden und nach meiner Wahrnehmung bisher wir relativ gut darin sind oder langsam gut darin werden, Klimakommunikation, also über Klimaschutz, Kommunikation zu betreiben. Und ich mich aber frage, wie können wir denn den nächsten Schritt wagen, rein zur Klimagerechtigkeitskommunikation? Und ich möchte an der Stelle erstmal gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich stelle mich kurz nochmal vor. Ich bin selbstständige Klimapsychologin, habe mich also selbstständig gemacht nach meinem Studium mit Beratung und Weiterbildung. Und ich starte einmal direkt mit dem Vortrag. Ja, ich würde eben, wie gesagt, gerne mit euch darüber sprechen, über die Hürden, über die Wege, Klimagerechtigkeit im Konkreten anzusprechen und habe drei zentrale Leitfragen erstmal mitgebracht. So, die erste Frage, wie häufig betreiben wir denn eigentlich Klimagerechtigkeitskommunikation in unserem Alltag? Da würde ich euch bitten, an der Stelle schon einmal direkt so zu überlegen, wie häufig sprecht ihr denn mit Menschen nicht nur über Klimaschutz einerseits, sondern eben zweitens auch über Klimagerechtigkeit. Dann, was macht es denn so besonders schwer? Da haben wir gerade schon anhand von der Mentimeter-Frage uns ein bisschen reingedacht. Für einige von euch, die es jetzt gerade schon beantwortet hatten, mit auch da hält mich eigentlich gar nichts davon ab, für die ist es vielleicht nicht so schwer, aber es bringt auf jeden Fall einige psychologischen Hürden mit sich. Und als dritten Punkt habe ich Schritte mitgebracht anhand der Canvas Klimakommunikation, mit denen ich euch gerne ein bisschen Unterstützung an die Hand geben möchte, relativ strukturiert und geplant, sich an so eine, an ein Gespräch oder ein anderes Kommunikationsformat zur Klimagerechtigkeit mal ranzuwagen. Nun aber also erstmal ein kleiner Sprung ins kalte Wasser. Wie reagierst du, wie reagiert ihr auf so kommende Zitate? Und da habe ich mich bedient an unterschiedlichen Verzögerungsdiskursen, die schon genannt wurden. Vielleicht auch Sätze, die auf Abwehrmechanismen hindeuten. Also ich glaube, das dockt ganz gut an die zwei vorangegangenen Vorträge an. Also eine Person, die vielleicht erstmal sagt, naja, Deutschland trägt doch kaum was zu den weltweiten Emissionen bei. Oder eine Aussage wie, die Inseln im Pazifik gehen doch gar nicht unter, was für eine Übertreibung. Bis hin zu weiteren Aussagen rund um, naja, der Planet übernimmt uns als Menschen doch schon, warum also all die Panik? Und eine Aussage wie jeder hat auch Fehler gemacht, alle Länder und alle Menschen sind schuld an der Klimakrise, wo sich eben schon langsam rauszeichnet, hier geht es auch um ein Verständnis von Klimagerechtigkeit oder Gerechtigkeitsthemen und der Verzahnung mit globalen Ungerechtigkeiten und deren Strukturen. Nun also kurz die Frage an dich als Zuhörerin, was würdest du antworten? Kannst du gerne mal so eine von diesen Aussagen rauspicken und mal für dich kurz überlegen, was würdest du antworten, was würdest du reagieren? Und gerne auch so im Kopf behalten, welche Potenziale einerseits bringt eben genau deine Antwort mit sich und welche Risiken gehen aber auch damit einher.
Als kleiner Recap würde ich gerne nochmal zeigen, bevor wir wirklich in das Thema Klimagerechtigkeitskommunikation tiefer einsteigen, was kennzeichnet Klimagerechtigkeit im Vergleich zum Klimaschutz ganz besonders aus. Das ist einmal die historische Dimension, also der historische Beitrag zur Klimakrise, der Aspekt der Verantwortung, auch der Frage nach Betroffenheit, das Klimathema wirklich verstanden als ein klar globales Problem und eben ganz wichtig die Verwobenheit der Klimafrage mit anderen großen strukturellen Ungleichheiten, Rassismus, Sexismus, Kolonialismus und so weiter. Das ist die Definition vom Kipppunkt-Kollektiv an dieser Stelle, die ich einfach mal mitgebracht habe. Es gibt von unterschiedlichen psychologischen Hürden, die relevant sind, weil sie uns abhalten auf einer psychologischen Ebene vom Handeln gegen die Klimakrise. Besonders drei psychologische Hürden, die ich nun präsentieren möchte, die besonders für den Aspekt der Klimagerechtigkeit zentral ist. Und zwar können wir uns ganz gut vorstellen, was uns alles auf einer psychologischen Ebene abhält von der Klimakrise, sind Aspekte, die man auf der emotionalen, auf der kognitiven und auf der Identitätsebene verorten kann. Also das ist zum einen tatsächlich die Wahrnehmung von wie weit weg oder wie dicht dran ist überhaupt die Krise, inwiefern bin ich selbst betroffen, wie emotional betrifft mich tatsächlich diese Krisensituation. Und ich habe es hier hervorgehoben, weil natürlich schon in der Definition, ne, die Klimakrise nach einer globalen Perspektive auch etwas sein kann, was potenziell erstmal geografisch weit weg scheint. Auch das ist vielleicht die eine oder andere Person im globalen Süden, was interessiert mich da schon, können vielleicht die ein oder anderen Personen denken. Das heißt, hier ist zentral wirklich als wie relevant, sprich wie weit emotional weg oder nah empfinde ich denn die Krise. Und das ist eben natürlich eine besondere Herausforderung in der Klimagerechtigkeitskommunikation, wo wir per se, weil es ein globales Thema ist und um die Betroffenheit von Ländern, zum Beispiel des globalen Südens geht, diese erstmal schier weit weg wirkenden Themen dicht ranholen müssen. Als zweiter relevanter Punkt tatsächlich, der uns grundsätzlich von dem Handeln in der Klimakrise abhält, aber besonders relevant nochmal für die Klimagerechtigkeit ist, sind das Thema Gefühle. Da ist Kat schon wunderbarerweise viel drauf eingegangen. Ich muss also hier gar nicht mehr viel zu sagen. Ohnmachtsgefühl, was wir schnell empfinden können, hält uns vom Handeln ab. Und dieses Ohnmachtsempfinden kann natürlich besonders groß sein, wenn wir die Klimakrise eben nochmal auf einer globalen Perspektive und verknüpft mit unterschiedlichen strukturellen globalen Ungerechtigkeiten verstehen. Ergänzend dazu, auch da haben wir heute schon uns drüber unterhalten, die kognitive Dissonanz, die uns natürlich vom Handeln abhalten kann, also der Widerspruch zwischen unseren Glaubenssätzen und Kognitionen auf der einen Seite und eben Verhaltensweisen auf der anderen Seite, aber auch das Thema soziale Ablehnung. Na klar, wenn unser Umfeld eben jetzt vielleicht es nicht als bedeutungsvoll, als akzeptabel ansieht, Klimaschutz voranzutreiben, dann hält uns auch das vom Handeln ab. Und dann dazu ist aber natürlich auch das Thema Selbstwert ganz zentral. Erst recht in einer Welt, in der wir wahrscheinlich alle, aber auf eben und deswegen ein Klimagerechtigkeitsthema, auf unterschiedlicher Weise nicht alle gleich stark zu dieser Krise beigetragen haben, ist es natürlich entscheidend, irgendwie diese Fehler sich in den Blick zu nehmen. Und dann stellt sich aber schnell die Frage, bin ich denn bereit, auf einer psychologischen Ebene mich wirklich damit weiter auseinanderzusetzen? Und was schnell passiert ist, dass wir unseren Selbstwertschutz, also unsere eigenen Schutzmauern hochfahren und uns gar nicht mehr weiter damit auseinandersetzen wollen. Erst recht, wenn es um historische Verantwortung, um Schuld und Scham geht. Auch hier also als ein besonders schwieriges Thema, psychologisch gesprochen, was bei Klimagerechtigkeitskommunikation zentral ist. Nun, wie können wir das denn jetzt produktiv begegnen? Wie können wir also aus diesen Schwierigkeiten herauskommen und eben Klimagerechtigkeitskommunikation so betreiben, dass es wirklich weiterhelfen kann? Dafür habe ich eine Canvas entwickelt, eine Canvas-Klimakommunikation mit 7 Schritten, die eben weiterhelfen kann, um Klimaschutzkommunikation, aber auch Klimagerechtigkeitskommunikation zu planen, zu strukturieren, relativ strukturiert anzugehen anhand von 7 Themen, 7 Schritten, 7 Leitfragen. Stelle ich euch ganz kurz vor. Voilà, das ist die Canvas Klimakommunikation. Die könnt ihr euch auch runterladen auf meiner Webseite, die ich später nochmal verlinke. Es gibt
7 zentrale Schritte. Und ich würde wirklich empfehlen, dass man diese nacheinander durchgeht, weil das sehr weiterhelfen kann. Die erste große Frage ist natürlich der Zielgruppe. Also wer steht eigentlich vor mir? Welcher Zielgruppe gegenüber möchte ich gerne Klimagerechtigkeit weiter kommunizieren? Wem möchte ich eben was näher bringen? Als zweite Frage steht die des Wirkungsziels im Vordergrund. Auch zu jeder von diesen 7 Schritten, da gehe ich später nochmal genauer drauf ein. Ich erkläre es nur ganz grob an dieser Stelle. Also was möchte ich bewirken? Was ist eigentlich das, warum ich jetzt kommuniziere, wozu ich die Kommunikation betreibe? Bei den Inhalten steht dann wirklich die Frage im Vordergrund, was die Kernaussagen der Kommunikation sind. Also was möchte ich tatsächlich gerne übermitteln? Und zentral, wie wir eben bei Kat auch schon gehört haben, ist die Haltung und die Botschaften. Mit welcher Haltung, mit welcher Beziehungsebene tue ich das denn eigentlich? Die Gefühle, welche Gefühle möchte ich auslösen? Welche Gefühle empfinde ich vielleicht auch selbst? Und welche Gefühle möchte ich aber auch im Vergleich dazu eben beim Gegenüber auslösen? Und dann haben wir noch das Thema Framing und Storytelling. Also in welche Bedeutungsrahmen verpacke ich eben Klimagerechtigkeit? Und welche Geschichten erzähle ich denn vielleicht auch zu Klimagerechtigkeit? Wir starten also einfach mal mit der Zielgruppe als erstes. Also wen möchte ich gerne zur Klimagerechtigkeit ansprechen? Nun, nach der Moral Commons Studie, einer Organisation, die sich sehr intensiv mit Werten, mit gesellschaftlichen Werten, unterschiedlichen Zielgruppen, die in der Gesellschaft vorhanden sind, auseinandergesetzt hat und auch nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern, sowie für Klimaschutzthemen, aber auch andere, können wir im Groben 6 Gruppen, gesellschaftliche Gruppen unterscheiden, wenn es darum geht, welche Werte sie so mitbringen. Also Kat hat schon eine andere Art der Zielgruppensegmentierung, wie wir es nennen, mitgebracht gehabt, die Sinusmilieus. Und das ist jetzt ein leicht anderer Ansatz, wo man eben nicht auf die Ober- und Unterschicht und so weiter schaut, also andere sozioökonomische Faktoren wie beim Sinusmilieu, sondern wo es eben um die gesellschaftlichen Werte geht. Und hier sind eben 6 Gruppen aufgeführt, wo in der Regel Personen, die besonders aktiv in der Klimabewegung sind, klassischerweise den Offenen oder den Involvierten zugeordnet werden könnten, also mit Werten von Selbstentfaltung, Weltoffenheit, kritischem Denken, Bürgersinn, Miteinander und so weiter. Das, was wir als konservativ bezeichnen und als konservativ verstehen, passt hier am ehesten zu den Etablierten und den Pragmatischen. Und dann gibt es eben nach More in Common noch 2 Segmente, 2 Zielgruppen, die Enttäuschten und die Wütenden, die sich abgehängt von der Gesellschaft fühlen. Das sind eben die Enttäuschten und die Wütenden, die auf unterschiedliche Art und Weise sich nicht gerecht behandelt fühlen und deswegen sich eher zurückziehen. Beziehungsweise sogar den Gegenangriff starten wie bei den Wütenden. Um diese Segmente besser zu verstehen und auch besser herausfinden zu können, was denken denn jeweils diese Zielgruppen oder einzelne Personen über Klimagerechtigkeit, habe ich Personakarten entwickelt, also wirklich diese Zielgruppen mal runtergebrochen auf eine mögliche Person, die man sich ein bisschen greifbarer vorstellen kann. Auch die könnt ihr später downloaden. Und nun würde ich euch bitten, als Hörende mal zu überlegen, diese eine Zielgruppe, mit der ihr vielleicht über Klimagerechtigkeit schon immer sprechen wolltet, wo befindet die sich denn ganz grob in diesem Spektrum der Verbündeten? Wie aktiv ist sie in der Oppositionsrolle, will also wirklich Klimagerechtigkeit verhindern? Vielleicht in der passiven Oppositionsrolle oder auch eher neutral oder eben unter den Verbündeten zu finden? Und ich habe jetzt ganz grob diese Zielgruppen mal eingeordnet auf der Grundlage ihrer Werte und wie nah eben diese Werte an Klimagerechtigkeitswerten dran liegen. Und interessanterweise hier eben die Enttäuschten mit einem Fragezeichen markiert, weil die Enttäuschten eben Personen sind in der Gesellschaft, die durchaus ganz zentral als großen Wert die Gerechtigkeit mitbringen, aber eben das Gefühl haben, dass diese Gerechtigkeit, besonders wahrscheinlich auf einer sozialen Ebene, soziale Gerechtigkeit verstanden, eben überhaupt gar nicht genug erfolgt und sich eben selbst ungerecht behandelt fühlen. Und diese Fragezeichen können uns tatsächlich auch nochmal symbolisieren, dass wir darüber nachdenken sollten, welche der Gruppen es relativ leicht haben könnte, mit Klimagerechtigkeitsgedanken in den Kontakt zu kommen oder da weiter aktiv zu werden und bei welchen es eben
vielleicht eher schwieriger wäre und wo wir vielleicht aber auch als Klimabewegung uns Gedanken darüber machen sollten, wie wir diese ansprechen. Nur noch mal ganz klar, also die Offenen und die Involvierten sind welche, mit denen es wahrscheinlich relativ leicht ist, zu Klimagerechtigkeit in den Kontakt zu kommen. Die Wütenden eben auch tatsächlich einem rechten Spektrum zuzuordnen, arbeiten wahrscheinlich sehr aktiv gegen Klimagerechtigkeitsgedanken an. Und hier die Pragmatischen, einsortiert eben in dem neutralen Spektrum, habe ich dort verortet, weil die Pragmatischen grundsätzlich eigentlich sowas wie ethische Standards, moralische Ansätze als weniger relevant erachten, beziehungsweise gar nicht so werteorientiert auf der Basis von gesellschaftlichen Werten handeln, sodass aber auch die vielleicht durchaus auf eine andere Art und Weise, über die Werte, aber auf eine andere Art und Weise von Klimagerechtigkeit angesprochen werden können. Eine zweite Frage, also gerne das Wirkungsziel mitgebracht. Wozu kommunizieren wir da eigentlich? Was ist meine Absicht? Es lohnt sich, ein Wirkungsziel festzulegen bzw. zu formulieren, tatsächlich für uns im Kopf, um es später auch grob evaluieren zu können. Also gar nicht auf einer groß wissenschaftlichen Art und Weise, sondern wirklich festzustellen, was von der Wirkung hat denn tatsächlich geklappt, was habe ich mir auch versprochen im Sinne eines Erwartungsmanagements. Ja, also hier die Selbstreflexion zu starten, was möchte ich denn tatsächlich bewirken? Und ganz wichtig an der Stelle dennoch, so wie Kat es eben schon gesagt hat, wir sollten ergebnisoffen in Gespräche reingehen. Ein Wirkungsziel sich zu setzen, kann ganz hilfreich sein für unsere eigene Selbstreflexion und für unser eigenes Erwartungsmanagement. Wir sollten aber Gespräche stets ergebnisoffen führen, für den Willen des Austausches, um selbst auch was dazu zu lernen und neugierig zu sein, offene Fragen zu stellen. Mit welchen Inhalten hole ich denn meine Zielgruppe nun zu Klimagerechtigkeit am besten ab? Ja, das hängt ja sehr davon ab, an welcher Stelle eben die Zielgruppe steht. Also man kann sich so ganz grob vier unterschiedliche Phasen oder Stadien vorstellen, in denen die Zielgruppe stehen könnte zu klimaschützendem Verhalten. Zu klimagerechtem Verhalten hätte ich jetzt hier eine leicht andere Visualisierung mitbringen müssen, also tatsächlich individuelles Verhalten weniger, sondern eher kollektives Verhalten, Streikverhalten, Protestverhalten, also viele Menschen zum Beispiel in einer Gruppe oder eben Suffizienzverhalten, des Genugtuns, eben weniger Konsumverhalten beispielsweise zu zeigen. Und ich würde euch wieder an der Stelle bitten, mal kurz zu überlegen, in welchem dieser vier Stadien befindet sich denn eure Zielgruppe bezüglich klimagerechten Denkens, Fühlen und Verhaltens? Steht eure Zielgruppe vielleicht eher so relativ weit am Anfang und hat aber auch entweder schon oder eben auch nicht Klimagerechtigkeit sich als ein Ziel gesetzt? Falls ja, wie das bei der Susanne, die jetzt hier dargestellt ist, schon der Fall ist, dann könnte eben schon überlegt sein, ja, was sind denn dann unterschiedliche Alternativen, unterschiedliche Lösungswege, wie ich Klimagerechtigkeit selbst in meinem Alltag vorantreiben kann. Wenn man das dann gemacht hat, dann geht es um die Umsetzung. Also wirklich alltäglich dieser große Struggle, eine echte Schwierigkeit, wirklich zu überlegen, wie kann ich denn diese Umsetzung gestalten, mit der Umsetzung zu kämpfen, jeden Tag wieder mich dafür einzusetzen, eben ne, diesen Schritt zwischen Intention, der Absicht, die eben durchaus gesetzt wurde, jetzt hier für ein konkretes Verhalten zu übersetzen in das Verhalten selbst. Und dann der vierte Schritt, durchaus sehr zentral, ist nämlich die Rückschläge zu meistern, wenn es mal nicht geklappt hat, wenn man mal beim Streik nicht dabei sein konnte, doch dann wieder anzudocken an die vorherigen Verhaltensweisen, die sich vielleicht auch schon als Gewohnheiten etabliert haben. Also als erste Frage, wo steht denn eben meine Zielgruppe? Bezüglich Klimagerechtigkeit, das sollten wir uns überlegen im Vorhinein und daraus ableiten, welche Inhalte und welche Fragen braucht denn genau unser Gegenüber jetzt? Welche sind denn hilfreich? Sind das weitere Informationsangebote? Sind das Trainings? Sind das aber vielleicht auch einfach Begegnungen mit anderen Engagierten? Ist es ein Wissen über, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich denn eigentlich? Oder ist es Unterstützung, tatsächlich Rückschläge meistern zu können? Und dann braucht es wahrscheinlich eher so Gruppenangebote, wo man sich mit Gleichgesinnten weiter austauschen kann. Auch habe ich das Thema Beziehung mitgebracht. Auch wunderbarerweise kann ich das jetzt nur ganz kurz nochmal einbringen, weil wir schon uns damit auseinandergesetzt haben. Also der Frage,
welche Rolle habe ich denn eigentlich? Wie viel Expertin bin ich denn selbst für Klimagerechtigkeit? Was bringe ich da also für eine Beziehung mit und wie möchte ich die Beziehung gestalten in der Kommunikationssituation? Entscheidend ist hier eine Haltung von Wertschätzung und von einem Safe Space, den wir eben miteinander schaffen können für Klimagerechtigkeit. Zum einen schafft diese Haltung von Wertschätzung, dass das Gegenüber sich verstanden fühlt. Das können wir tun über die Anerkennung eines Gedankengangs, also wirklich auf einer Sachebene zu zeigen, ja, wir hören zu und wir versuchen zu verstehen und wir vollziehen eben die unterschiedlichen Argumentationslinien nach. Wir können das aber auch zeigen über eine Wertschätzung für die Person, also ein Interesse wirklich an der Person selbst zu zeigen, an der Beziehungsebene und die Person eben an sich zu akzeptieren und zu wertschätzen. Und an dieser Stelle ist besonders beim Thema Klimagerechtigkeit ganz entscheidend, dass wir selbst authentisch sind. Erst recht, wenn wir vielleicht nicht die Hauptbetroffenen der Klimakrise oder der globalen Krisen unserer Zeit sind, sondern eben wichtige Botschafter hier in Ländern wie Deutschland, ist es zentral, dass wir unsere eigene Fehlbarkeit auch offenlegen können, auch zeigen, dass wir selbst vielleicht noch unbeantwortete Fragen haben, die uns umtreiben und die also durchaus auf einer Wellenlänge und auf einer Ebene mit unseren Kommunikationspartnern sprechen. Ja, und auch das hat Kat gerade schon kurz angedeutet. Für Neugierige und Fortgeschrittene, würde ich sagen, kann man sich hier der Gesprächstechnik des Motivational Interviewings nochmal ein bisschen bedienen und da genauer hinschauen, wie man eben genau diese wertschätzende Gesprächsatmosphäre herstellen kann, wie man mit Widerständen arbeiten kann. Also da bringt tatsächlich das Motivation Interviewing ganz viel mit, um eben auch für so ein ganz komplexes Thema wie Kommunikation über Klimagerechtigkeit, wie wir das verbessern können, so dass eben wirklich unsere Gegenüber die Gesprächssituation im besten Fall genießen und eben die Abwehrhaltung sich an der Stelle natürlich auch dem Thema gegenüber reduzieren kann. Als fünften von 7 Schritten habe ich die Gefühle für euch mitgebracht. Auch das haben wir heute schon ein bisschen besprochen, also nur noch mal relativ kompakt. Ich habe 2 Fragen hier gestellt. Einmal, welche Gefühle gegenüber Klimagerechtigkeit bzw. Klimaungerechtigkeit möchte ich selbst gerne auslösen beim Gegenüber oder bei der Zielgruppe als erstes? Was sind eben auch produktive Gefühle, die tatsächlich zum Handeln hineinleiten? Und die zweite Frage, welche Gefühle fühle ich denn selbst? Damit haben wir uns schon beschäftigt. Also das sind teilweise eben auch Wut, Angst, Traurigkeit vielleicht auch gewesen. Also durchaus Gefühle, die dann vielleicht unangenehm und auch weniger aktivierend sein können. Und zentral ist dann eben die zweite Frage auf der Grundlage von, wie fühle ich mich denn selbst bezüglich dieser Klimaungerechtigkeit zu identifizieren, was ist denn eine produktive Herangehensweise, mit diesen Gefühlen in die Kommunikation zu gehen. Und da finde ich die Unterscheidung ganz zentral zwischen unserem eigenen Umgang mit unseren teils vielleicht sehr negativen Gefühlen, unserem Wut, unserem Ärger. Ich bin beispielsweise finde auch viel Wut und Ärger, wenn es um Klimaungerechtigkeiten geht. Wie können wir aber diese auf eine andere Art und Weise erstmal für uns verarbeiten, als dass wir sie jetzt direkt in die Kommunikationssituation tragen? Denn unsere Gegenüber, die wir vielleicht motivieren und begeistern wollen, sich mit Gerechtigkeitsthemen weiter auseinanderzusetzen, die erreichen wir wahrscheinlich nicht am besten, wenn wir mit Wut oder Ärger kommen oder mit einer großen Traurigkeit. Das heißt, hier, um eben aus diesem Doomism rauszuführen, aus diesem Katastrophendenken der Ohnmacht, die lähmt, macht es Sinn, eher in angenehme und produktive Gefühle, angenehme und aktivierende Gefühle, zum Beispiel wie Freude zu gehen. Und ich habe es auch nochmal als zweiten Fall gekennzeichnet von Wut ausgehen, denn Wut kann durchaus ein enormes Potenzial, besonders für als Motivator für Protestverhalten haben, für kollektives Verhalten. Da sehen wir in der Forschung ganz interessante Zusammenhänge. Und dennoch sollten wir eben für die Kommunikation, wenn wir im Start der Kommunikation vielleicht auch Wut und Trauer durchaus gesetzt haben und das für uns zentral war, aber dann wirklich schauen, dass wir kollektive Selbstwirksamkeit stiften und Empowerment schaffen. Als Gefühle, die für Klimagerechtigkeit ganz wichtig sind. Also wirklich ein Bewusstsein darüber, dass wir als Gemeinschaft einen Unterschied machen können und wir als Gemeinschaft noch etwas verändern können.
als vorletztes Thema und als vorletzten Schritt von dieser Canvas zu der Kommunikation für Klimagerechtigkeit möchte ich gerne nochmal in das Framing einsteigen. Also zu der Frage, welche Frames passen denn zur Zielgruppe und zur Klimagerechtigkeit? Zum einen also zur Gruppe und zum anderen zum Thema. Was ist denn genau Framing? Ich habe ein Zitat für euch von Elisabeth Wehling mitgebracht. Sie hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben mit dem Titel Politisches Framing. Und sie sagt, ein Frame ist ein Deutungsrahmen. Unser Gehirn ist voller Momente, die wir erlebt haben, Gespräche, die wir geführt haben. Also voll von Frames. Frames sind unsere Welterfahrung. Jedes Wort aktiviert einen Frame. Warum ich euch das mitgebracht habe, ist nochmal, weil es ein Verständnis schafft, dass wir sowieso Framing anwenden. Die Frage ist also, welche Art von Frames verwenden wir? Ich war mal ein bisschen kreativ und habe überlegt, welche Frames wären denkbar für unterschiedliche Zielgruppen, zum Beispiel für die Offenen. Wir haben gesehen nach der More in Common Studie, dass die Offenen zum Beispiel als zentrale Werte mitbringen, einmal die Weltoffenheit und andererseits das kritische Denken. Aus der Perspektive, aus dem Wert der Weltoffenheit gesprochen, könnte man Klimagerechtigkeit framen als ein Mitgefühl mit anderen Menschen auf der Welt. Oder aus der Perspektive vom kritischen Denken, also wenn wir kritisches Denken als Wert nehmen, woraus wir eben dann den Frame basteln, dann könnten wir zum Beispiel sagen, bei Klimagerechtigkeit geht es darum, neokoloniale Strukturen zu hinterfragen. Also durchaus kritisch damit umzugehen, was in der Vergangenheit geschehen ist einerseits, aber auch mit unseren eigenen Denkstrukturen, unserem eigenen Verhalten aktuell. Aus der Perspektive von den Involvierten beispielsweise, die sagen, ja, Miteinander, wirklich gesellschaftliches, gutes Miteinander ist mir wichtig. Könnte man Klimagerechtigkeit so framen, dass es um eine globale Gemeinschaft geht, in der wir füreinander da sind? Und um eher in die konservativen Zielgruppen nochmal einzusteigen, für die Etablierten, denen zum Beispiel gesellschaftlicher Frieden oder aber auch Verlässlichkeit am Herzen liegt, könnte Klimagerechtigkeit bedeuten, intergenerationale Gerechtigkeit wirklich zu ermöglichen, also zum Thema gesellschaftlichen Frieden. Oder aber auch eine Art von Verlässlichkeit zu schaffen im Sinn von, naja, in Notlagen, da wollen wir auch Selbsthilfe halten, deswegen helfen auch wir. Also das erstmal nur als einen kleinen Anteaser vielleicht für eure eigene Kreativität zu überlegen, wie können wir denn Klimagerechtigkeit wirklich so framen, dass wir an die jeweiligen Werte unserer unterschiedlichen Zielgruppen, der Person, die uns eben gerade gegenübersteht, andocken und dementsprechend Klimagerechtigkeit interessant machen können. Ja, und Elisabeth Wehling hat eine ganz positive Herangehensweise wirklich ans Framing und sieht da ganz viel Potenziale drin, sich wirklich zum einen eben sprachlich damit auseinanderzusetzen und aber auch, was das machen kann für Streitgespräche. Sie sagt, jeder sollte sprachlich ganz bei sich selbst bleiben und den Mut haben, sich eben mit sich selbst auseinanderzusetzen, also sprich auch mit den eigenen Werten und dementsprechend den eigenen Frames. Und im zweiten Schritt sollte man bereit sein, diese Sprache, die der eigenen Sichtweise gerecht wird, dann auch zu verteidigen. Also verteidigen im Sinn von, und da geht es dann später weiter, Streitgespräche zu führen über Frames, die eben, so wie sie sagt, die produktivsten Gespräche überhaupt sein können. Weil wir durch das Diskutieren unserer Frames unsere Weltsicht offenlegen. Das heißt, nach Elisabeth Wehling steckt da ganz viel Potenzial darin, uns Gedanken zu machen, welche Werte habe ich eigentlich? Welche Werte hat mein Gegenüber oder andere Zielgruppen, die wir ansprechen wollen? Und dann miteinander in den Austausch zu gehen, sich uns also unterhalten, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig und warum formuliere ich eben, also zum Thema Sprache, die Themen so, wie ich das tue, auf der Grundlage meiner entsprechenden Werte. Als Abschluss zum Thema Framing habe ich noch drei Regeln für wirksames Framing mitgebracht, die man sich vielleicht auch ganz gut merken kann. Einmal eben die Werte als Basis zu nehmen, da haben wir uns gerade schon die ganze Zeit mit beschäftigt. Authentizität zu schaffen, also authentisches Framing. Wir sollten darauf achten, dass die Werte, aus denen wir heraus argumentieren, durchaus unsere eigenen Werte sind. Und wir uns nicht zu sehr verbiegen, also weiterhin hinter diesen Werten stehen können, beziehungsweise nur anhand von Werten argumentieren, die wir auch vertreten können. Und dann bietet es sich an, natürlich die Framings
immer mal wieder zu testen, also auszuprobieren, wie hat der eine Frame gepasst, wie fühle ich mich wohl vielleicht mit einem neuen Framing zu Klimagerechtigkeit und da einfach mal ein bisschen mit zu spielen. Storytelling schafft eben nochmal den Abschluss dessen. Hier ist wichtig zu unterscheiden zwischen der Transformation zu erzählen oder eben transformativen Erzählen. Und die große Frage ist hier eben, welche Geschichten können wir denn nutzen, die eben wirklich zum Handeln einladen, also transformatives Erzählen sind, wo es nicht nur darum geht, dass wir Veränderung erzählen, sondern eben diese Veränderung sich schafft dadurch, dass wir diese Geschichten uns anlesen oder hören. Und das sollten zum einen Geschichten sein, die zu den Werten der Zielgruppe passen und zum anderen aber auch einen weiteren Punkt, den ich gleich nochmal nenne. Also Werte, die eben zu den Zielgruppen passen. Hier ist es ganz interessant, finde ich mal, zu überlegen, wie können wir weiterhin Identifikation ermöglichen? Auch bei Geschichten der Klimagerechtigkeit. Ich denke da ganz gerne an unterschiedliche Wege, wie man Gemeinschaften schafft und Gemeinsamkeiten stiften kann oder eben die bewusst machen kann. Zum Beispiel könnte man eine Geschichte erzählen von einer Psychologiestudentin aus Bangladesch, wenn es eben darum geht, Psychologiestudentinnen aus Deutschland anzusprechen. Also welche Schwierigkeiten bringt eigentlich diese Psychologiestudentin im Alltag mit in den Zeiten der Klimakrise? Inwiefern ist vielleicht auch ihr eigenes Studium betroffen? Wie meistert sie diese Herausforderungen? Und ja, eben vielleicht auch sogar den Bezug zu schaffen, was das mit ihrem Studium macht und vielleicht auch für ihre eigene Berufswahl. Das wären Möglichkeiten, eben hier Identifikation zu ermöglichen und an die Werte oder die Lebensrealität der Zielgruppe anzudocken. Und als zweites lohnt es sich, Geschichten zu schaffen oder zu erzählen, die eben die Menschen in ihrem eigenen Stadium abholen. Die zum Beispiel in der Situation, in der wir aktuell gesellschaftlich sind, in der Ohnmacht sehr ausgeprägt ist, Selbstwirksamkeit stiften können. Das kann man beispielsweise so machen, dass man eben Herausforderungen, die gemeistert werden, von den Protagonisten praktisch direkt darstellt. Also Geschichten erzählt, in denen aktiv eben die Protagonisten Herausforderungen meistern können. Was nehmen wir also mit als kurzen Recap an der Stelle? Wir reden zu selten direkt über Klimagerechtigkeit. Es sind unterschiedliche psychologische Aspekte, die es uns sehr schwer machen. Und mit dieser Canvas kann es vielleicht ein bisschen leichter werden. Was ist also dein persönlicher Schritt zum Thema Klimagerechtigkeitskommunikation? Und als kleinen Abspann gebe ich nochmal ein paar Informationen mit auf den Weg. Meine Webseite, wo ihr nochmal die Canvas findet. Und bei Fragen schreibt mir gerne eine E-Mail. Ja, dann vielen Dank, Jana. Ich fand den Vortrag wirklich, wirklich super. Vor allem diese 7 Leitfragen bist du echt, echt richtig gut durchgegangen, fand ich. Habe mich da auch immer so bei den Fragen versucht einzuordnen, wo ich mich da sehe und fand das wirklich richtig, richtig spannend. Vor allem auch bei den Gruppen habe ich versucht irgendwie, ja, bin ich jetzt irgendwie offen, involviert oder vielleicht doch nach den Koalitionsverhandlungen von heute da nochmal eher enttäuscht oder so. Also fand ich auf jeden Fall richtig spannend, deine ganzen Leitfragen. Und ja, damit bedanke ich mich auf jeden Fall generell auch nochmal bei den Vorrednern, aber auch speziell nochmal bei dir, Jana. Ich fand es wirklich eine richtig gute Übersicht zum Thema Klimakommunikation. Und damit wird es auch weitergehen heute am späteren Nachmittag, schaltet da auch gerne ein zum Format Frisch aus der Forschung. Das wird dann der Christian moderieren und der Professor Dr. Michael Brüggemann und die Professor Dr. Ellen Mattes wird da über die Frage, ist Klimaschutz wirklich ein Kommunikationsproblem, reden. Vielen Dank nochmal und einen schönen Mittwoch noch.